liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Ligaduell gegen Holstein Kiel. Da ist mir gerade das Spiel abgestürzt, tatsächlich. Gott sei Dank habe ich gespeichert. Ja, es geht heute weiter, auf jeden Fall mit der Liga. Ich bin auch irgendwie gerade ein bisschen happy, dass das Spiel abgestürzt ist, weil ich habe, wie gesagt, eine Fehlermeldung drin, warum auch immer. Sonst wäre es nämlich definitiv vorbei gewesen mit der Meisterschaft. Wir haben tatsächlich gegen Kiel nur unentschieden gespielt. Aber gut, ich muss es eh nochmal neu. Jetzt hat es vielleicht doch noch ein Glück, dass es am Ende gepasst hat. Also jetzt nochmal das zweite Spiel gegen Kiel. Nein, wie gesagt, nochmal. Ich habe nicht neu gestartet. Es wäre wirklich aus vorbei gewesen, auch wenn ich ein bisschen frustriert wäre. Es wäre vorbei gewesen. Ich lade keine Spiele neu, sondern ich werde alles spielen, so wie es ist. Und deswegen bin ich gerade happy, dass es genau in dem Moment kam. Na gut, Kiel. Ups. Naja, nicht schlimm. Auf geht's. Es ist klar, auf wen die meisten in dieser Partie ganz besonders achten werden. Denn der spielt heute gegen seinen Ex-Verein. Gleich geht's los, live bei EA Sports. Wir haben schönes Fußballwetter, liebe Zuschauer, und damit also herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Schon ein Prestigeduell, Wolf. Auch wenn es auf dem Papier um nichts geht, wird das eine interessante Partie. Es wurde in den letzten Tagen viel über ihn geredet, denn er spielt heute gegen seinen ehemaligen Verein. Und das sind besondere Spiele, Buschi, ne? Absolut, Wolf. Da sind dann auch Nerven gefragt. Du kennst das Umfeld, kennst noch den ein oder anderen Spieler, hast hier viel erlebt. Und das musst du einfach ausblenden, musst dich konzentrieren. Das ist keine leichte Aufgabe, aber eben eine typische für den Profifußball. Es zählt der Club, für den du gerade spielst, wo du unter Vertrag stehst. Na gut, wir wollen natürlich heute hier das Ding nach Hause fahren, wie auch immer. Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Sie wählen heute das 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, die Abwehr in Probleme zu bringen. Hier ist die Aufstellung, so gehen die Gäste heute in die Partie. 5-3-2 sehen wir heute bei Ihnen. Ist auch nicht die gebräuchlichste aller taktischen Grundordnungen. Ja, aber Kiel natürlich absolut defensiv. Das könnte schon passen. Grundsätzlich sind sie damit natürlich erstmal defensiv ausgerichtet. Aber dann kommt es aufs schnelle Umschalten an. Na gut, auf geht's ins Anfib Match. Spieltag 31, Tabellenzweiter gegen Tabellenachtzehnten. Eigentlich ist die Frage klar, wer Favorit ist. Wir müssen sie nur irgendwie doch nutzen, die Chance. Die Bayern spielen auf Schalke. Und hoffen wir, dass wir vielleicht den Schalke ein bisschen was suchen, gut machen können. Schalke vielleicht einen Punkt holen können. Aber jetzt erstmal die Führung für Bayreuth, dritte Minute. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Und dann ist es Pierre-Emerick Aubameyang, der den Treffer aus kürzester Distanz erzielt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Also, Aubameyang setzt auf jeden Fall das erste Zeichen für den Favoriten. Vor dem Top-Duell gegen die Münchner. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir einfach patzen. Dass wir noch mindestens einen Unentschieden nochmal rausholen. Und vielleicht doch noch den Sieg holen. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Nächster Versuch. Aubameyang macht Druck. Ja, es ist jetzt gerade ein bisschen. Elfmeter, oder? Ganz klar. Jo, es gibt Elfmeter. Hat Elfmeter für Bayreuth. Jo,
Hat das wieder, ja. Kann man so nehmen. Nehmen wir auch mit. So, Eckloff. Frage. Jetzt können sie die Führung erhöhen. Schiri geht nach links. Wir legen ihn in die Mitte. Und es steht 2-0. Toller Elfmeter. Kalter, eiskalter Elfmeter. Hier nochmal die Wiederholung. Torwart fliegt in die Ecke. Schuss kommt in die Mitte. Der trifft hat recht. Passt. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Da ist er da. Guter Zweikampf. Leute, das Saison der Winston. Für ihn. Okay. So, Aufgabe jedenfalls. Scheint erstmal. Er stand in den Tagen vor diesem Spiel ja so ein wenig im Mittelpunkt, denn er ist ja sozusagen auf Abschieds. Aber ganz kurz, denn das könnte es sein. Ja, nicht ganz. Richtig gut, perfekt getimt. Hat der Verteidiger gut sich dahingestellt, hat den Ball abgeklärt. Also, was nicht gefährlich ist. Da setzt er sich gut durch. Ja. Er passt gut. Schade. Auf den Ball. Ich dachte, ich komme da hin, aber der zweite Haken war noch einer zu viel. Schrebski. Berger. Hat ihn. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Die Fans werden laut. Sie fordern 3-0. Schon einen Schuss. Eckloff. Er trifft und damit steht heute für ihn ein Doppelpack zu Buche. Jo. Keine Blöße geben. Keine Blöße geben. Bloß irgendwie unsere diese 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Gegen die Tabellen 18. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Da kann er ihn stoppen. Jedenfalls. Oh, der ist ein bisschen abgezogen. Ein bisschen verrutscht. Ups. Ich wollte mal was versucht. Wenn du schon 3-0 führst, kannst du mal so ein Ding reinzuballern. Die besseren Ballbesitzzahlen. Ganz kurz, sie kommen jetzt. Aubameyang, nicht das. Gute halbe Stunde fürs Vierte. Machen Sie jetzt gut. Jetzt Aubameyang. Aubameyang ist es. Aubameyang. Und die nächste gute. Weniger Power geht der rein. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Bei Schalke wurde ein Tor erzielt. Kurz rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Schalke 04. Neuer Bayern. Damit ja, Schalke, jawohl. 33 Minuten sind gespielt. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Erste Halbzeit läuft ganz in ihrem Sinne. Buschi, ist eigentlich alles optimal gelaufen. Sieht sehr gut aus. Was soll da noch schief gehen? Sie liegen klar vorne, machen hier, was sie wollen. Aus meiner Sicht eine erste Hälfte vom Allerfeinsten. Besser geht's kaum. Schade. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Ja, da ist Platz jetzt. Ja, schade. Er macht zu. Glück gehabt, das Piri. Dass der Schiri da nicht auf den Meter geht, auf Handelfmeter geht. Einwurf. Jetzt können sie es machen. Gute Aktion vom Torhüter. So. Da kommt die Ecke. Kiel hat nochmal eine gute Situation nach der Ecke. Aubameyang. Da ist das aber erstmal geklärt. Ja, schade. Und da wird wahrscheinlich gleich Pause sein. Berger. Oh.
Pause in dieser heutigen Partie. Die Gastgeber sind also in Führung. Deutliche Führung zur Pause und das offensiv stärkste Team zeigt wieder mal, was es kann. Zeigt wieder mal, wo die Stärken liegen. Sie machen hier, was sie wollen. Lassen keinen Zweifel aufkommen, wer hier die bessere Mannschaft ist. Es ist ein unglaubliches Selbstvertrauen zu bewundern. So. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Aubameyang. Geht es gleich sofort in die zweite? Aubameyang. Gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Und jetzt geht's hier weiter. Und der Ball holt, den Ball holt sich Eckloff. Aubameyang. Ja, Mokoko kommt nicht ran. Berger. Da fangen sie den Pass ab. Und ab die Post. Der nächste Versuch. Jan Fiete ab. Ab. Ja, sich wenig hat der, also viel hat er auch nicht auf die Reihe bekommen gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Kam ja vor der Saison aus Kiel. Berger. Gutes Tackling. Fischer. Nun Aubameyang. Und jetzt schöne vielleicht Aktion. Mal durch Eckloss. Für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper, sensationell. Jetzt kommt hier der Wechsel. So, Ecke kommt durch Sterner. Die Ecke kommt. Piri. Nicht passiert. Da ist der Ball erstmal raus. Aubameyang. Ja, wieder nichts. Da ist Platz für den Konter. Nichts wirklich Gefährliches, aber der Konter, der Kieler wird direkt unterbunden. Er geht vorbei. Lauf. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Hat man was versucht aus der Distanz. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ja, man führt nur 3-0, also Anführungszeichen nur 3-0. Das würde ja reichen, um 3 Punkte zu holen. Und gefährdet vor allen Dingen. Schöner Zweikampf. Machen Sie jetzt gut. Gut gemacht da jetzt. Der Ball von Becker, aber da passiert gar nichts. Jetzt die Flanke. Ja. Da fängt er die Flanke ab. Eine halbe Stunde noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor wir hier durchwechseln müssen. Nächste Woche gibt es 3 Duelle gegen die Münchner Bayern. Schade. Martins. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Hin. Es gibt einen Treffer im Spiel von Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer. Das macht er gut. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Den zweiten Treffer fast für Schalke oder was? 2-0 oder was? Sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen sie natürlich, bei wem sie sich bedanken müssen. Sonderlob hier für den Keeper. Ich hätte gerne noch den Treffer. 4-0. Das nächste Tor, das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach, erhöhen damit auf 4 Tore Vorsprung. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke. Und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Eine einseitige jedenfalls. Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Diese Info aus dem Studio mussten wir leider unterbrechen. Es gibt also ein Tor für Bayern München. Damit führen sie nun mit 2-1. Scheiße. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass Schalke das zweite gemacht hat. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Warum auch immer du den nicht gespielt hast.
So, jetzt kann ich mal kurz noch durchrotieren. So, rote. Ich kann ja mal kurz ein bisschen wegwechseln. Wo haben wir rein vorne? Und stärker doch hin. Ball draußen wird Einwurf geben. So. Den hat er förmlich geahnt. War ein bisschen schlecht gespielt, der Einwurf, aber nun ja. Es ist jedenfalls. Wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viel passieren. Berger. Schön diesen Pass abgefangen. Ah, der Konter. Ball auf vorne rein. Berger. Schwache Aktion, Ballverlust. Ja, Ballverlust. Moukoko. Kleiner Moment, muss man noch warten, damit der nicht im Abseits steht. Die Defensive steht. Das ist der Schluss für dieses Spiel und es ist ein Sieg geworden für die Gastgeber. Ja, wieder mal sind sie nicht aufzuhalten. Sie machen ihre Tore, wie wir das von ihnen kennen. Sind ohnehin die Mannschaft mit dem besten Sturm deutlich zu erkennen. Tore, Treffer ohne Ende und dann kommt so ein Sieg dabei raus. Jo, auf jeden Fall haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Die Bayern können also kommen. Oder wir gehen zu den Bayern. Dann schauen wir mal. Ja, Hausaufgaben. Pflichtsieg gegen Kiel. Haben wir geschafft. Am Ende ist es so schade, dass die Schalke nicht die Bayern noch unentschieden gespielt haben. Weil dann hätten wir so direkt im direkten Duell entthronen, vielleicht sogar entthronen können. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir natürlich gewinnen müssen. Apropos direktes Duell, es ist jetzt erstmal Champions League Time, also gegen jene Bayern. Und dann schauen wir mal, wie wir es hier auch was hinkriegen. Bis dann, tschüss.